Assimilate ist eine recht interessante, aber nicht ganz einfache Karte. Wir starten als Trojaner an einer rohstoffarmen Küste und müssen uns je zwei Mayas und zwei Wikinger anstellen, die alle mit vielen Zielobjekten und dadurch hoher Kampfkraft starten. Der Anfang wird etwas unkonventionell, ist aber mit der interessanteste Teil der Karte. Ein Stück südlich unserer Siedlung finden wir einen Schiffswrack mit 24 Goldbarren und 8 Schwertern, mit denen wir unsere ersten Level 3 Soldaten finanzieren werden. In der Siedlung der blauen Mayas finden wir ein Waffen- und Goldlager, welches euer erstes Ziel sein wird. Zu unserem Glück ist dieses Lager kaum bewacht. Etwas weiter östlich gibt es einen Krater mit noch mehr Gold, für das wir, wie ich leider erst nach meinem Sieg rausgefunden habe, gar keinen Priester brauchen, wenn wir unser zukünftiges Gebiet noch etwas mehr ausdehnen. Normalerweise sage ich euch hier auch, wo ihr Erze findet, aber der blaue Maya hat am Anfang so viele Geologen, dass ich mir das, glaube ich, sparen kann. Die Diebe und Geologen, mit denen wir starten, dürfen direkt ihren Job aufgeben. Als Träger, Planierer und Bauarbeiter sind sie nützlicher. Das Steinfeld erschließen wir mit einem Turm und zwei Steinmetzen. Die Holzwirtschaft könnt ihr am Startpunkt bauen, wo ich meinen Tempel gebaut habe, da ihr auf diesen verzichten könnt. Mit zwei Türmen solltet ihr in der Lage sein, das Wrack zu erreichen. Gleichzeitig expandiert ihr in Richtung Osten, bis ihr die Grenze der Mayas berührt. Es folgen eine Kaserne und eure ersten Level 3 Soldaten. Hier solltet ihr speichern, da es beim Angriff ein paar Dinge zu beachten gibt. Zum einen haben die Mayas eine Menge Priester und auch ohne viel Mana können sie eure Soldaten sonst wohin teleportieren. Meiner Erfahrung nach haben sie nur genug Mana für ein oder zwei Zauber, aber die können euch wirklich schaden. Außerdem wird unsere Kampfkraft sehr gering sein, weshalb wir versuchen sollten, die wenigen frei rumlaufenden Soldaten auf unserem Gebiet zu bekämpfen. Wie bereits erwähnt, ist das Waffenlager unser erstes Ziel, wir werden aber weitere Siedler brauchen, die wir bewaffnen können. Mit diesen Waffen können wir die gesamte Siedlung der Mayas übernehmen. Nun kommt der schwierige Teil, denn ihr habt immer noch drei sehr starke Gegner. Das eroberte Gebiet ist zum Glück sehr rohstoffreich, aber auch in weiten Teilen Halbwüste, die für Trojaner wirklich nutzlos ist. Auf Normal liegen die Schonfristen für Grün, Gelb und Lila bei jeweils 75, 90 und 120 Minuten. Auf Leicht sind 2, 4 und 5 Stunden vorgegeben, allerdings ist die KI hier auch defensiv eingestellt. Daher weiß ich nicht, ob sie überhaupt angreifen wird, solange ihr sie nicht provoziert. Zur Verteidigung solltet ihr irgendwo weit hinten ein paar Türme bauen, investiert aber auch nicht zu viele Rohstoffe in eine Verteidigungsstellung. Die hilft euch spätestens gegen die Wikinger nicht mehr weiter. Zu unserem Glück haben wir erstmal richtig viel Nahrung, das heißt, wir können unsere Speerindustrie und den Bau von Wohnhäusern vorziehen. Für den Anfang habe ich zwei Level 3 Schwertkämpfer empfohlen, aber zur Verteidigung sind Level 2 Soldaten besser. Level 1er sind zu schwach, Level 3er können wir nicht ausreichend produzieren, trotz großzügiger Vorgaben. Level 2er stellen hier also die goldene Mitte dar. Da wir jetzt vorerst nicht angreifen werden, produzieren wir in erster Linie Bogenschützen, die insgesamt stärker sind als Schwertkämpfer. Von diesen werden wir mindestens 300 brauchen, um uns langfristig zu verteidigen. Also strebt mindestens 3, besser 4 Waffenschmieden sowie 6 Goldschmelzen an und baut fleißig Häuser. Die Nahrungsproduktion könnt ihr nebenbei bauen. Überschüssiges Gold könnt ihr in Zielobjekte investieren. In der Verteidigung bringen sie euch zwar erst etwas, wenn eure offensive Kampfkraft 100% übersteigt, aber langfristig helfen sie euch sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Nun muss ich zugeben, dass ich bei dem Versuch, bei dem ich letztendlich gewonnen habe, von den Wikingern nicht angegriffen wurde. Ich weiß aber nicht, ob das pures Glück war oder ob die KI aufgrund meiner Soldatenanzahl nicht mehr angegriffen hat. Nachdem ich über 500 Soldaten besaß und mein Gebiet an das Grüne grenzte, habe ich die Schwerterproduktion wieder hochgefahren und bin in den Angriff übergegangen. Im Gebiet der Mayas habe ich dann eine zweite Wirtschaft gebaut, einschließlich eigener Soldatenproduktion. Die Wikinger hatten zu diesem Zeitpunkt beide über 1000 Soldaten, aber angegriffen haben sie mich trotzdem nicht. Nachdem die zweite Wirtschaft etabliert war, konnte ich genug Soldaten produzieren, um selbst über die 1000 zu kommen. Mein nächstes Ziel war der gelbe Wikinger und dank maximierter Kampfkraft und meiner extremen Produktion stellte er kein Problem dar. Lila war etwas trickreicher, aber das lag mehr daran, dass ich nicht sehr geduldig war. Hätte ich meiner Wirtschaft noch etwas mehr Zeit gegeben oder sogar das Gebiet der Gelben für noch mehr Produktion genutzt, wäre es noch leichter gewesen. Leider muss ich sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich diese Karte bei einem weiteren Versuch zuverlässig schaffen würde. Allerdings hat sie es geschafft, dass ich nun den Wert von Level 2 Soldaten sehe, was vielleicht noch bei einer anderen Karte sehr nützlich sein könnte. Assimilate ist objektiv betrachtet vermutlich in einer Kategorie mit Aeneas, aber ich fand Aeneas am Ende doch ein Stück einfacher.